Ich grüße euch sehr geehrte Freunde, heute zeige ich euch einen kleinen Komplex für die Schultern und für den Oberkörper. Es ist wichtig, nicht nur die Beine zu trainieren, flexibel zu machen, dann fließt unten die Energie zwar gut, aber oben kann sich die Energie stauen. Man muss halt mit dem Oberkörper auch arbeiten, weil wir hier auch ziemlich viele Muskeln haben und unter anderem die Nackenmuskeln, die beweglich sein müssen, flexibel sein müssen. Genau. Passt aber auf, dass ihr keine Verletzungen habt im Vorfeld, keine großen Verspannungen habt, im Nackenbereich unter anderem und in den Schultern. Ansonsten könnt ihr diese Asanas in eure tägliche Praxis integrieren. Wenn ihr Yogalehrer seid, könnt ihr das auch bei euch in eure Yogastunden integrieren. Sehr viele Yoga-Übungen und die meisten Schulen auch gehen mehr auf die Beine, auf das Becken, um halt den Körper für die Asanas vorzubereiten. Meinem persönlichen Gefühl nach und meiner Erfahrung nach ist es auch wichtig, mit dem Oberkörper, mit dem Schultern- und Nackenbereich zu arbeiten, damit der Körper ganzheitlich gut funktioniert, ganzheitlich flexibel ist und die Energie gut durch den ganzen Körper strömen kann. Wir sitzen gerade, Schultern leicht zurück und entspannt, konzentrieren uns auf die Atmung. Atmen. Langsam ein und langsam aus. Die Konzentration richtet sich vorne an die Nasenspitze. Hole noch einmal tief Luft. Atmen vollständig aus und beginnen mit leichten Aufwärmübungen. Die Arme über die Seiten hoch, über dem Kopf schließen und nach oben ausstrecken. Die Arme sind auf einer Linie mit der Wirbelsäule. Bewegen den Oberkörper links-rechts, also speziell Mitte des Körpers, Solarplexus, vor und zurück. Strecken hier die Oberkörpermuskulatur. Atmen ein, strecken nochmal nach oben. Öffnen die Hände, spreizen die Finger, gehen mit den Händen zurück und dehnen diesen vorderen Bereich der Oberarme und die Brustmuskulatur. Strecken die Arme nach oben und gehen wieder runter. Drehen die Schultern einmal nach hinten, um sie aufzuwärmen. Maximal großer Kreis, muss nicht schnell sein, aber vollständige große Bewegung. Und nach vorne. Entspannen. Entspannen auch den Nacken und Hals. Gehen vor und zurück mit dem Kopf ein paar Mal. Nach oben, nach links und nach rechts. Verlieren den Atem nicht, atmen langsam tief in den Bauch und drehen den Kopf zu einer Seite, dann zu anderer Seite mit dem Kinn zur Schulter. Mitte, atmen aus und ein paar kreisrunde Bewegungen nach hinten, wieder vor, nach hinten und wieder vor. Letztes Mal, gleiche Richtung, vorne und dann beenden, ein- und ausatmen und dann zu anderer Richtung. Zurück, vor, nach hinten, wieder vor und das dritte Mal zurück, wieder nach vorne. Einatmen, sitzen wieder gerade. Arme nochmal über dem Kopf zusammen, Finger ineinander nach oben ausstrecken. Handflächen wieder umdrehen, abwechselnd die Ellbogen runterziehen. Zwischendurch die Arme wieder strecken, also Handflächen maximal weit oben. Eine Seite und andere Seite, ein paar Mal. Strecken die Arme aus, gehen herunter und kommen dann auf den Bauch. Und auf den Bauch machen wir dann eigentlich die Asanas, die ich heute euch zeigen möchte. Gehen runter, Füße nach hinten, strecken uns nochmal nach vorne, die Ellbogen vor, die Hände nach innen mit den Fingerspitzen, strecken uns nach vorne raus, ziehen auch mit dem Kopf nach vorne. Atmen aus, drehen die Ellbogen um und kreuzen die Arme so, dass der rechte Arm vorne ist. Strecken die Arme weit aus, die Handflächen schauen nach hinten und die Arme sind hier auf einer geraden Linie, beide. Die Position heißt Puja Svastikasana, also Puja ist
die Schulter speziell auf die Schultern ausgerichtet, die nächsten Positionen. Entspannen hier, atmen langsam weiter. Entspannen vor allem den Schulterbereich, den Oberkörperbereich. Machen circa 3 tiefe Atemzüge in jeder Position. Atmen aus, drehen den rechten Arm jetzt im Uhrzeigersinn zurück zum Körper, kommen tiefer mit dem Kinn und strecken das linke Bein komplett aus. Entspannen, hier machen 3 tiefe Atemzüge. Diese Position heißt Ekka Bhuja Svastikasana 2. Das kann man im Internet alles nachsehen, nachgoogeln, die Asanas. Langsam ausatmen, hier nochmal ein. Aus. Winkeln das Bein an, drehen die Handfläche um und setzen das Handgelenk genau unter das Kinn, drücken mit dem Kinn drauf und ziehen hinten den Fuß heran mit der freien Hand, rechts den Fuß maximal nach unten runter drücken und das Kinn drückt auf das Handgelenk. Hier entspannen, 3 tiefe langsame Atemzüge. Lösen beim Einatmen den Fuß, setzen die Hand raus, setzen das Knie zurück, drehen uns und bewegen den Körper nach links auf der Matte, das Kinn wieder am Boden, setzen den rechten Arm raus. Hier bei dieser Position ist es wichtig, dass die Handfläche auf alle Fälle nach unten zeigt und dass die Hand auf Kopfhöhe sich befindet, nicht runterrutscht. Während ihr euch auf die Schulter dreht, dann gehen wir auf die Schulter drauf, drücken uns hier links weg. Setzen das Becken um, in die Mitte genau, Knie so weit wie es geht zusammen, hier wirklich langsam arbeiten und vorsichtig. Linke Hand zuerst oben senkrecht und dann gehen wir mit der Hand nach unten, so dass beide Hände in der gleichen Ebene bleiben, bewegen den Arm zurück, so weit wie es geht, blicken nach oben, der Kopf wird in der Luft gehalten, die Nackenmuskeln haben so einen leichten Tonus, damit die Halswirbel sich in einer richtigen Position befinden und wer hier noch einen Schritt weiter gehen möchte, setzen wir den linken Fuß auf das rechte Knie und bewegen das Knie noch zusätzlich zur Seite. Hier 3 tiefe Atemzüge. Einatmen, wieder raus. Langsam zurückdrehen. Mitte. Und gleichen jetzt aus, weil die Positionen asymmetrisch waren, das heißt, sie haben auf einer Seite gewirkt, brauchen wir jetzt eine symmetrische Position. Da benutzen wir die Dhanurasana, den Bogen. Greifen beide Füße, strecken nach oben aus, ziehen die Füße höher, ziehen den Oberkörper zurück, ziehen auch hier die Schultern nach hinten. Also hier ist diese Wirkung und die Arbeit in den Schultern ebenfalls mit dabei. Atmen dreimal tief ein und aus. Beim dritten Ausatmen langsam runter, Kopf, Boden, Füße zurück, kurz entspannen. Schließt und öffnet die Handflächen ein paar Mal, entspannt Handgelenke, den ganzen Arm bis zur Schulter, tief durchatmen. Dreht den Kopf auf die andere Seite, entspannt hier, auch circa 3-4 Atemzüge.
Das Kinn wieder in die Mitte. Wir machen weiter jetzt mit der anderen Seite. Strecken uns wie vorhin nach vorne. Atmen aus. Hände so drehen, dass die Finger nach vorne schauen. Machen hier die Bhujangasana, dazwischen die Cobra. Strecken maximal nach oben aus. Das ist eine Übung, Asana, mehr für den unteren Rückenbereich, für die Wirbelsäule. Atmen hier ein, strecken weiter. Atmen aus, gehen langsam nach unten. So eine abrollende Bewegung, Bauch, dann der Brustkorb, dann das Kinn. Gleichen aus, bewegen das Becken links, rechts, um die Lendenwirbelsäule zu entspannen. Gehen wieder höher und machen die Libelle mit dem linken Arm vorne. Beide Arme ausstrecken, Handflächen sind nach unten offen. Entspannen. Atmen tief durch. Beim Einatmen gegen den Uhrzeigersinn, den linken Arm raus, nach hinten zum Körper, das rechte Knie raussetzen und das rechte Bein ausstrecken, tief durchatmen. Die Namen aller Asanas findet ihr dann in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr auch die Schulter zusätzlich nach unten ziehen, also die freie Schulter links in dem Fall. Nächste Position, das Knie anwinkeln, im Knie ungefähr 90 Grad, den rechten Arm unter das Kinn mit dem Kinn auf das Handgelenk draufdrücken, linken Fuß heranziehen, Ferse tiefer, Schulter tiefer, also die linke Schulter ebenfalls tiefer nach unten. Hier drei tiefe Atemzüge. Und langsam raus. Den Arm herausziehen, Knie nach hinten, den Körper nach rechts versetzen und das Kinn wieder bis zum Boden nach unten. Linken Arm raus und ich wiederhole es hier nochmal, der Arm ist auf Kopfhöhe, rutscht nicht nach unten beim Drehen und bleibt hier mit der Handfläche nach unten gedreht. Das ist wichtig, die Schulter berührt auch den Boden. Langsam drauf drehen, Füße anziehen, Knie zusammen. Rechter Arm nach oben und in derselben Ebene wie der untere Arm geht der obere Arm runter, die Handflächen verbinden, wenn das möglich ist. Und Blick hoch zur Decke. Und dann mit den Füßen noch bzw. das Knie rüberziehen, tief durchatmen. Einatmen langsam raus, zurück, Mitte, entspannen und jetzt wieder etwas Symmetrisches, um den Körper auszugleichen. Dieses Mal greifen wir nicht außen wie bei der Dhanurasana, sondern greifen innen, das heißt dann Ustrasana, das heißt die Hände beide offen, raus ohne den Arm zu drehen. Das ist sehr wichtig, dass die Ellbogenknöchel nach hinten schauen und dass wir von innen beide Füße greifen. So ist die Schulter offen. Wenn wir außen greifen, ist hier die Schulter geschlossen. Wenn wir die Schulter öffnen und innen greifen, ist die Schulter hier offen und arbeitet auch mit hier die Dehnung der Brustmuskulatur. Greifen beide Füße innen, gehen nach oben, strecken, atmen dreimal tief durch. Wir können hier etwas intensiver sogar arbeiten, wenn alles gut funktioniert. Einatmen, ausatmen, nach unten, Kinn am Boden, Füße, Hände zurück, entspannen, tief durchatmen.
Und dann die andere Seite. Hier entspannen. Mitte. Hände links, rechts untersetzen. Einatmen, rauf. Wir gehen zurück auf die Knie. Das ist die Vajrasana. Linke Hand unten, rechte Hand drauf. Konzentrieren uns auf den Atem. Und konzentrieren uns auf unser Empfinden, auf die Wirkung, die sich im Körper einstellt, nach diesem kurzen Komplex. Atmen noch einmal tief ein. Und aus. Kommen langsam zurück und beenden die Einheit. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, viel Erfolg und viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in den Kommentaren. Ich freue mich über ein Like und über das Weiterteilen dieses Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.